Hallo und guten Morgen, ich bin's Doc Stanroad und ich stehe hier auf meiner frischen Dampfmaschine. Ist sie nicht hübsch geworden? Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ding gebaut habe, schaut doch mal in der letzten Folge nach. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mitspielen könnt, hier auf unserem Create Life 5 Server in der Doc Edition, wo sehr viele Leute immer gerne mitspielen und immer einer da ist, dann wartet bis nach dem Intro, dann zeige ich es euch. Und was ich euch auch sagen werde oder zeigen werde, ist, was ich mit der Energie hier anfangen möchte, die ich hier schön produziere. Also bleibt dran, bis gleich. Willkommen bei Create Life 5 in der Doc-Edition. Um mitzumachen, müsst ihr auf meinen Discord, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort bestätigt ihr die Regeln für den Create Life 5 Server und könnt euch dann in die Whitelist Wunschliste eintragen. Sobald wir euch eingetragen haben, senden wir einen Daumen und ihr könnt auf den Server joinen. Die IP-Adresse findet ihr im entsprechenden Discord-Chat. Ich freue mich auf eure Beiträge. Ja, so, und bevor wir aber mit irgendwelchen Maschinen weitermachen, muss ich hier noch einen zusätzlichen Gast hier einladen auf meine Insel. Ich bekomme jetzt hier Zuwachs und diese Person bekommt eine eigene Subinsel. Ich habe schon mal was vorbereitet und zwar hier eine kleine Floating Island und die wird hier gleich mit der Kanone hingeschossen. Ich muss jetzt nur noch ein paar Blöcke farmen. Das wird dauern. Das Material habe ich jetzt alles zusammen. Hier in der Kiste ist Erde, ist Gras und alles andere, was wir brauchen. Hier hat mir Villager Zock noch ein paar Steine gespendet. Das ist sehr, sehr freundlich. Aber wo habe ich jetzt die Erde her? Ja, ich habe mir eine kleine Erdefarm gebaut, eine kleine Maschine. Die macht aus Gravel und Erde, grobe Erde. Und die wird dann mit einer Eisenhacke, ja, zu Erde verarbeitet und ich habe hier drei Kisten, hier Erde, da Kies und hier die Hacken. Und nun werden hier diese mechanischen Greifarme, werden mir hier aus den Depots jeweils die entsprechenden Sachen nehmen und hier von hinten in das System reinpacken. Ich zeige es mal von vorne, der Autocrafter hier, genau da werden die zusammengecraftet, landen dann in diesem Einsatzgerät, der setzt die, der erkennt, wenn Erde da ist, der hier, wo ist er, der hier, macht mit der Hacke Erde draus und sobald Erde draus ist, fährt der aus und der Bohrer bohrt das weg. So, und das schalten wir einmal an. Ich habe hier das noch so gemacht, jetzt können wir uns das angucken, wie das passiert. Ja, Moment, jetzt muss erstmal die Handwerkseinheit arbeiten. So, jetzt habe ich es. Zack. Und man sieht, es geht relativ flott, wie das hier funktioniert. Und ich habe diese Anlage auch als MBT-Datei in die Beschreibung geworfen. Dann kann man die auch nachbauen oder sich einfach da reinkopieren in seine Welt. So, das hier ist der Hauptschalter, damit kann ich alles abschalten. Hier habe ich ein Zusatzgerät gebaut, das ist nicht in der MBT-Datei mit dabei. Ich weiß noch nicht, ob ich schaffe, das mit reinzumachen. Wenn ich das hier mache, dann macht der Folgendes. Der nimmt nämlich vom gleichen Depot hier die Erde, ja, setzt sie drauf, wässert sie hier. Der hat hier oben eine unendliche Wasserquelle. Und ja, sobald das hier mit dem Wasser zu Gras geworden ist, schmeißt er das hier in die Schleuse und damit in die Truhe rein. Eigentlich ganz kleine, schnuckige Anlage. Und ihr seht, auch das geht relativ flottigaloppi. Jawohl, und damit habe ich mir die ganzen Sachen erarbeitet. Und jetzt werde ich die Kanone starten. Endlich die Insel bauen. Hervorragend, ich freue mich. Und das sehen wir uns natürlich auch wieder in einem Speedbild an. Los geht's.
Und da ist die Insel, und weil es Nacht geworden ist, hat sie ein fröhliches Stelldichein der Monster dort eingefunden. Aber jetzt kann Ricky 13 da auf der Insel bauen und muss nicht mehr bei mir hier bauen. Da haben wir aber schon mal angefangen hier. Da, ein wunderschöner Turm, ist er nicht hübsch? Also die Farbgebung ist schon ziemlich originell. Ja, und das war der ganze Sinn der ganzen Übung. Und außerdem will ich eine kurze Sache zeigen. Ich habe meine Werkstatt ein bisschen umgebaut. Ich wollte Platz haben für diese Befülleinrichtung hier. Dann kann ich das hier in den Becken einfüllen und dann diesen Arbeitsplatz benutzen, um Sachen zu befüllen. Oder zum Beispiel, ja, wie ich das mit dem Gras gemacht habe, das immer manuell mit anderen Blöcken zu machen. Und hier habe ich jetzt alle ja, brauchbaren Ventilatoren mit ihren Casings hingestellt. Jawohl, das ist die neue Version der Werkstatt. Jo, okay, cool. Und als allernächstes weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Doch, ich weiß es. Ich entwerfe jetzt eine schöne F Fabrik. Oh, das war's jetzt für heute. Ich habe auch genug getan. Ich habe eine ganze Insel gebaut und tonnenweise Material dafür angeschleppt. Wenn ihr die NBT-Datei von der Erde Farm haben wollt, die findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, bis bald und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss!